Allein über den Atlantik in einem winzigen Lenkdrachenboot. Extremsportler Francesco Lofina segelte so über den Atlantik und nutzte nur die Kraft des Windes, um sein kleines Boot zu ziehen. Das drachenbetriebene Schiff erreichte Spitzengeschwindigkeiten von über 30 Kilometer pro Stunde und brachte den Extremsportler zeitweise an seine Grenzen. Diese Herausforderung war eine große Erfahrung. Es war ein großer Test für meine Belastbarkeit. Ich habe viel gelernt, vor allem meine Probleme relativ zu betrachten. Ich hatte viel Stress mit dem Drachen, er war zerrissen und explodierte. Der einzige Ausweg war zu denken, es könnte schlimmer sein. Der 38-jährige Abenteurer brach Anfang November in der Nähe von Lissabon auf und erreichte am Montag die Karibikinsel Martinique. In 25 Tagen auf dem Wasser legte er eine Strecke von 6.400 Kilometern zurück. Das eigens für die Expedition gebaute Boot hat drei Rümpfe, um leichter und schneller zu sein. Die gesamte benötigte Energie an Bord wurde mit Solarenergie erzeugt. Frischwasser für seine Reise beschaffte er sich mit einer Handpumpe. Um Wasser zu produzieren, brauche ich diesen Wassermacher. Ich habe zwei davon. Ich muss pumpen und kann damit jede Stunde etwa 4 Liter Wasser machen. Das Prinzip ist die Umkehrosmose, das heißt, es pumpt das Salz aus dem Meerwasser, damit ich anschließend mein Trinkwasser bekomme. Der Extremsportler möchte mit dieser Aktion unter anderem auf die Verschmutzung der Ozeane aufmerksam machen.